Immer 5 Minuten besser kochen mit Radio Zürichsee und Maison Truff. Bei uns heute Jasmin Eichenberger, Spezialistin für Dessert hier im Maison Truff. Und heute gibt es ein ganz spezielles Dessert, nämlich Blutwurst gibt es im Dessert. Nein, was ist das Rote? Nicht ganz. Wir machen heute zusammen einen Himbeer-Crème Brûlée. Also das ist Himbeerpüree. Himbeer-Crème Brûlée? Ja, genau. Oh, anstatt so die klassische Vanille mit Himbeer. Da bin ich sehr gespannt drauf. Jasmin, du kennst die Spielregeln. 5 Minuten hast du Zeit für das Dessert. Gib mir Mühe. An die Pfannen, fertig, los. Gut. Also ich habe hier Himbeerpüree schon in der Pfanne. Jetzt gebe ich noch Rahm dazu. Und tue auch noch gerade den Zucker dazu mit einer Vanilleschote. Tue das Ganze zusammen einmal aufkochen. Also alles einmal zusammen aufkochen. Dann mische ich es mit dem Eigelb mischen, was ich auch schon hier parat habe. Also einmal erhitzen, nicht zu fest. Dann mit dem Eigelb mischen. Die Vanilleschote könnt ihr auch gerade rausnehmen. Dann habe ich so einen super Trichter, um das richtig schön zu portionieren. Dann leere ich auch das Ganze rein. Dann, ich nehme immer so einen schönen grossen Teller, dann sieht es etwas schöner aus, etwas eleganter. Jetzt habe ich das knapp unter den Rand abgefüllt und jetzt tue ich das in den Ofen zum Stocken bei 84 Grad, schnell 20 Minuten. Sieht gut aus, nur schon die Farbe. Schnell eine Frage, ich habe etwas gefunden. Ihr habt so lässige Sachen hier im Maison Truff. Ich nehme an, das ist für Versteigerungen, oder? Zum ersten, zum zweiten, zum dritten. Ja, oder zum nicht Stift ganz auf den Finger hauen, wenn er etwas falsch macht. Was ist das? Nein, das ist ein Fleischplattierer. Wenn du jetzt einen Schnitzel machen willst, zum flach machen. Ah, um die richtig breiten, langen, genau, Wiener Schnitzel genau, machen. Genau, um das Fleisch klopfen. Alles klar. Können wir nicht brauchen für ein Dessert? Nein, leider nicht. Gut, gehen wir in den Ofen. Jetzt würden wir noch schnell das Sauerrahmglasse machen. Für das habe ich hier so eine super Maschine. Mit der geht es ziemlich schnell. Ich habe einfach Sauerrahm hier in der Schüssel, habe hier Zuckersirup parat, wo ich Zuckerwasser 1:1 aufgekocht habe. Jetzt mische ich das 1:1 mit dem Sauerrahm. Mische das wirklich gut vermischen, dass alle Klümpchen draussen sind. Damit es nicht süß ist, tue ich noch Zitronen auspressen und reingeben. Dann habe ich gerade hier so einen Becher parat, wo dann die ganze Masse reinkommt. Das fülle ich so knapp unter den Rand unter, dass das schön gefüllt ist. Dann tue ich das eingefrieren und wenn das schön gefroren ist, kann ich es durch den Paco-Chat durchlassen. Und dann habe ich so ein schönes, feines, cremiges Glasse parat. Das Glasse ist jetzt hier schön gefroren. Jetzt tue ich das in die Maschine rein. Das hat so ein Messer, das mir das Ganze auffräsen tut. Tue das eigentlich laufen lassen. Wenn ihr zu Hause nicht so eine Maschine habt, dann könnt ihr das natürlich auch mit einer hundsgewöhnlichen Glassemaschine machen. Oder ihr könnt auch ein fertiges Glas kaufen, Kugeln abstechen. Was ein bisschen einfacher geht, wenn ihr jetzt extra so eine Maschine kaufen. Dann, Roger, würdest du mir Crème Brûlée bringen? Komm, ich brûle. Aber nicht fallen lassen, ja, bitte. So. Genau, tipptopp, danke. Die ist jetzt, nachdem sie im Ofen war, noch schnell im Kühlschrank, damit sie schön abkühlt. Jetzt tun wir die karamellisieren. Mit das Feuer? Ja. Jetzt ich war gerade Feuerwehr. Okay, dann wirst du das gerade übernehmen nachher. Ja. Ich kann hier Rohrzucker, den ich drauf gebe. Ich kann so ein bisschen verteilen drauf. Wenn ihr zu viel drauf habt, einfach den Rest zurückkippen. Ah, clever. Damit wirklich nur eine dünne Schicht drauf ist, dann haben wir hier so einen kleinen Bunsenbrenner. Möchtest du gerade probieren? Ja, so.
Nein. Schau, dass du nicht schwarz machst. Wie weit weg so? Ich würde vorne anfangen und dann immer so ein bisschen weiter hinten gehen. Du mal schnell zeigen, wie. Genau. Mit dem ersten Mal nicht falsch machen. Der Teller geht nicht kaputt? Nein, der ist hitzebeständig. Okay. Nur schon, wenn es schmeckt. Willst du mal? Jawohl. Einfach immer in Bewegung bleiben, dass du keine schwarzen Flecken hast, dann das verbrennt. Jawohl. Und der Zucker muss überall geschmolzen sein? Genau, so, dass du keinen Kristall mehr hast. Okay. Sobald hier der Roger dann parat ist. Gut. Noch mehr? Nein, ja, sieht gut aus. Telefon, hallo. So. Tipptopp. Gut. Jetzt kann ich eins rauchen, ne? Ja, darfst du. Dann, wie ihr seht, hat er es so schön karamellisiert. Es hat eine dünne Karamellschicht drauf. Jetzt mache ich eine Kugel Glasse drauf. Einfach mit dem Löffel durchstechen. Dann, wenn ihr noch zu Hause etwas parat habt, irgendwie Minze oder ein Beere, könnt ihr das noch drauf geben. Und dann habt ihr schon ein schönes, fertiges Dessert. Edel. Guten. Guten Miteinander.